Was kann man denn über mich rausfinden, wenn man mich googelt? Man findet alles, was über dich, über deinen Vor- und deinen Nachnamen im Internet steht, auf den Webseiten, die Google indexiert hat. Google versucht sämtliche Webseiten zu durchsuchen und speichert alles, jedes Wort, das es findet, und legt dafür einen eigenen Index an. Also sucht jemand nach Tobias Schwarz, bekommt er alle Seiten angezeigt, in denen Tobias und Schwarz vorkommt. Google erkennt das jetzt nicht, dass es Tobias Schwarz sein muss. Das kann man machen, indem man die Suchbegriffe, hat man mehr als einen, in Anführungsstriche setzt. Dann wird diese Kombination in dieser Reihenfolge gesucht. Das heißt, Tobias, Leerzeichen, gefolgt von Schwarz. Aber diese Ergebnisse, die angezeigt werden, die müssen ja nichts mit mir zu tun haben. Es gibt ja auch andere Menschen, die Tobias Schwarz heißen. Das heißt, es findet alles steht in Google über mich, alles, was im Internet veröffentlicht ist. Und wiederum muss auch überhaupt nichts über mich drinstehen, weil die Ergebnisse, die zu meiner Person gehören, vielleicht erst ab Seite 2 oder 3 oder sogar 20 der Google-Ergebnisliste angezeigt werden. Ein Bereich, in dem die meisten Menschen niemals nachschauen. Deshalb möchte man ja auf Seite 1 unter den ersten 5 Ergebnissen angezeigt werden. Oder wenn man das nicht möchte, sollte man genau da nicht angezeigt werden. Und wenn ich mich jetzt google, merke ich aber, dass manchmal alte Websites mit auch Informationen, die über mich jetzt nicht mehr aktuell sind, ganz oben in der Liste stehen. Wie kann das sein? Die Ergebnisse werden nach verschiedenen Kategorien geordnet. Das sind ungefähr 200. Da lässt Google sich auch nicht in die Karten schauen. Das ist quasi ihr Betriebsgeheimnis. Wie entsteht diese Reihenfolge, die, sagen wir mal, sehr gut ist? Das ist geschützt. Das heißt, das wissen wir nicht. Sind zum Beispiel sehr alte Ergebnisse sehr weit oben, dann kann es damit zu tun haben, dass auf diese Seite sehr oft verlinkt wurde. Was natürlich bei alten Seiten häufiger der Fall sein kann als bei neuen Seiten. Es kann der Fall sein, dass auch gute Links in diesem Artikel sind, die woanders hingehen. Das heißt, dieser Artikel für Google sehr wertvoll arbeitet, Seiten und Informationen im Internet zusammenbringt, vernetzt durch den Link und das natürlich dann höher angezeigt wird. Es kann auch sein, dass der Content einfach als viel relevanter angesehen wird, der Inhalt dieser Webseite, als zum Beispiel andere Websites. Was genau kann man denn über mich bei Google erfahren? Sämtliche Informationen, die auf Websites gestellt sind, die meinen Namen beinhalten. Das muss nicht immer ich sein. Google indexiert alle Webseiten im Internet. Es erfasst Wörter, Begriffe und legt dann für diesen Begriff einen Index an. Das heißt, auf welchen anderen Websites im Internet taucht dieser Begriff noch auf. Das kann natürlich ich sein, um den es sich da dreht. Es kann natürlich aber auch sein, dass es um jemand anderen geht, der den gleichen Namen hat wie ich. Gleiche Kombination von Vor- und Nachnamen. Das heißt, ob das meine Informationen sind oder die einer anderen Person, das sehe ich erstmal nicht, das weiß Google auch nicht. Sie stellen da keine Verbindung her, es sind keine intelligenten Ergebnisse. Möchte man sich auch einmal googeln, dann sollte man versuchen, seinen Namen in Anführungsstriche zu setzen. Das heißt, Anführungsstrich, Vorname, Leerzeichen, Nachname, Anführungszeichen. Dadurch wird genau nach dieser Kombination gesucht. So heißt man zum Beispiel, wie mein Nachname ist Schwarz, finde ich natürlich auch alle Ergebnisse, auf denen der Begriff Schwarz vorkommt. Suche ich aber mit diesen Anführungszeichen nach Tobias Schwarz, finde ich die perfekte Kombination. Überall, wo Tobias Schwarz steht. Aber selbst das muss ja nicht immer ich sein. Denn es gibt auch andere Menschen, die genau diese Kombination von Vor- und Nachnamen haben. Dann ist es ja eigentlich hilfreich, einen sehr weit verbreiteten Namen zu haben, wenn man bei Google gar nicht gefunden werden möchte, oder? Das kann nützen, aber es geht auch um andere Faktoren. Also veröffentliche ich viel im Internet. Es gibt sicher Leute, die Tobias Schwarz heißen und nicht so gut gerankt werden bei Google, weil ich einfach viel mehr schreibe, viel mehr meinen Namen in diesem Internet veröffentliche. Es kann natürlich aber auch eine Kombination sein. Vielleicht sucht jemand Tobias Schwarz Stuttgart. Dann wird er wahrscheinlich nichts über mich finden. Während wenn er Tobias Schwarz Magdeburg sucht, meinen Geburtsort, viel bessere Suchergebnisse findet, die wahrscheinlich viel mehr etwas mit mir zu tun haben, als mit dem Tobias Schwarz aus Stuttgart. Es gibt sehr viele Faktoren. Ich würde meinen Namen nicht nach meiner Suchmaschine ausrichten. Dazu denken Eltern sich natürlich auch viel zu viel, wenn sie ihren Kindern einen Namen mit auf den Lebensweg geben.
Und was erfährt Google über mich dadurch, dass ich Google als Dienst nutze? Es kommt darauf an, ob man ein angemeldeter Google-Nutzer ist oder ob ich als vermeintlich anonyme Person einen Google-Dienst mitnutze, wie zum Beispiel die Suche. Bin ich angemeldet, erfasst Google natürlich meinen Namen und meinen Vornamen. Bin ich nicht angemeldet, bekomme ich eine Nummer zugewiesen. Dieses Profil wird dann versucht, getrackt zu werden im Internet. Das heißt, worüber sucht diese Person? Wo geht sie noch hin? Denn Google möchte natürlich auch verstehen, wie man mit Ergebnissen umgeht. Es wird gespeichert, welchen Browser ich benutze, zu welcher Uhrzeit ich suche und auch an welchen Ort ich suche. Das ist ja alles ermittelbar, sei es über Smartphone oder dem Computer zu Hause mit meinem Festnetzanschluss. Diese Informationen speichert Google und versucht daraus Rückschlüsse zu ziehen. Am besten natürlich, um das eigene Produkt zu verbessern. Also, wieso brechen Suchen immer ab einem bestimmten Punkt ab? Warum gehen Menschen eigentlich nie auf Seite 2 der Ergebnisliste? Bin ich angemeldet bei Google, kann ich mir über ein Tool, das nennt sich Dashboard, auch anzeigen lassen, was Google alles über mich weiß. Google macht kein Geheimnis daraus, was es über einen speichert. Da sind andere Suchmaschinen wesentlich intransparenter. Der Wert ist aber aus den Rückschlüssen, die ich aus diesen Ergebnissen ziehe. Und darüber reden Suchmaschinenunternehmen eigentlich nicht gerne. Das heißt, diese Metadaten sind entscheidend. Mit wem kommuniziere ich? Durchaus auch wann. Darauf kann ich Rückschlüsse schließen. Bin ich gerade im Büro? Kommuniziere ich von zu Hause? Ist es eine private Unterhaltung? Geht es um etwas Berufliches? Das sind, also wie ausgewertet wird, wissen wir nicht. Da lassen sich Unternehmen halt nicht in ihre Karten schauen. Aber was sie speichern, ist an sich kein großes Geheimnis. Möchte man das jetzt, also als Nicht-Google-Nutzer, wird man nicht herausfinden, was Google über einen speichert und weiß. Dazu müsste man sich quasi anmelden. Wahrscheinlich hat man aber kein Interesse daran, wenn man bisher noch nicht Kunde dieses Dienstes war. Und andere Menschen, die mich googeln, können die auch sehen und finden, was Google über mich herausgefunden hat, dadurch, dass ich Google benutze? Nein, das ist nicht möglich. Google hat da ein sehr hohes Schutzniveau, denn es geht hier natürlich auch um Vertrauen. Das heißt, Google verkauft auch keine Daten, Google arbeitet nur selber damit. Was Google dann verkauft, ist quasi das Wissen. Also sie wissen, dass zu einer bestimmten Uhrzeit in einem bestimmten Browser, auf einer bestimmten Website diese Werbung vielleicht gut ankommen würde. Und das sehr anonym erzählen sie den Werbepartnern, die dann Werbung schalten. Auch die können nicht sehen, wer bin ich eigentlich. Die erfahren eigentlich nichts über mich. Ich bin dann in dieser Schnittmenge Anfang 30, männlich, wohnt in Berlin. Das sind natürlich schon wesentliche Informationen, aber das trifft auch auf sehr viele andere Menschen erstmal zu. Und dritte Person, jeder andere, kann nicht einfach bei Google auf meinem Dashboard nachschauen. Das ist ein Dienst, der nur mir zugänglich ist und wo Google auch durch verschiedene Sicherheitsverfahren eigentlich ein hohes Schutzniveau anbietet.